Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute wieder mal CDs vorstellen, die ich für Vince neu habe. Wieder aus dem Jumbo Verlag, den finde ich einfach super für CDs. Ihr habt ja einfach auch eine riesengroße Auswahl. Und zum einen haben wir hier diese CD. Und zwar ist das 1, 2, 3 Apfelbrei Zahlen Singsang Spiele. Und zwar ist es bei Vince jetzt so, dass er doch schon seit einigen Wochen, Monaten so ein bisschen zählt. Also bei ihm geht es immer erst bei 5 los. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und dann ist auch wieder gut. Und ich wollte das so ein bisschen spielerisch einfach auch fördern. Ich fand es schön, dass er von sich aus damit angefangen hat. Ich glaube, er kennt es auch so ein bisschen aus dem Kindergarten, weil manchmal habe ich so das Gefühl, er spielt Verstecken. Also nicht wirklich, sondern er stellt sich in eine Ecke und zählt halt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich komme und dann ist er auch fertig. Also er hat es wahrscheinlich irgendwie aufgeschnappt, wenn die Größeren das gespielt haben. Und jedenfalls wollte ich so spielerisch einfach so den Umgang mit Zahlen mit ihm so ein bisschen üben. Und da fand ich die CD ganz schön. Also die läuft bei uns, wenn wir im Kinderzimmer spielen, läuft es einfach so nebenbei. Und er hat ja eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Also er singt gerne so Titelmelodien mit bei Serien, die er regelmäßig schaut. Also frühmorgens schaut er mal Bob der Baumeister, da singt er halt gern mit. Oder abends beim Sandmännchen singt er gern mit. Und ich denke, wenn er das so ein paar Mal gehört hat, wird er auch da anfangen, so einzelne Lieder einfach mitzusingen. Und mit schwungvollen Melodien und eingängigen Texten macht Zahlenlernen einfach Spaß. Neben fantasievollen Liedern entführen lustige Reime und Gedichte in die kunterbunte Welt von 1 bis 12. Marini 7 Punkt, die kleinen Enten, das Hexen 1x1 oder Familie 8 laden zum fröhlichen Mitzählen, Tanzen, Singen und Entdecken ein. Und das finde ich für die Gelegenheit einfach wirklich richtig gut. Ich verlinke euch die CD natürlich wieder in der Infobox. Und die zweite, die wir haben, ist von Tilda Apfelkern. Die Reihe kennt man, glaube ich. Da gibt es auch ganz, ganz viele wundervolle Bücher dazu. Also sowohl zum Vorlesen, als auch es gibt so tolle Eintragebücher auch von Tilda Apfelkern. Und das ist jetzt Viel Wirbel im Heckenrosenweg. Das sind zwei CDs. Hier drin, Nummer 1 und Nummer 2. Das geht schon ein bisschen länger. Also die beiden CDs zusammen haben eine Gesamtlaufzeit von 166 Minuten. Also es hört Vince sich natürlich nicht am Stück an. Aber ich mag diese Reihe Tilda Apfelkern einfach so, so gern. Es ist einfach so süß gemacht. Also schaut euch auch mal die Bücher an. Die sind echt wirklich grandios. Und ich mag es halt, wenn ich ihm so ein bisschen Abwechslung auch bei seinem Hörvergnügen bereiten kann, dass er immer mal wieder was Neues hat, was er hören kann. Und bei Tilda Apfelkern und ihren Freunden herrscht große Aufregung. Ein neuer Pfarrer zieht im Heckenrosenweg ein und plötzlich steht auch eine neue Kirchenmaus vor Tildas Tür und will in ihrem Haus wohnen. Nur gut, dass Igel Rupert in jeder Notlage etwas einfällt. Auch als das Wehrtierchen Humphrey großes Heimweh plagt und Tilda eine Pension für Stadtmäuse eröffnen will, kann sie sich auf die anderen verlassen. Mit vereinten Kräften bestehen die Freunde jedes Abenteuer. Sprecher Stefan Schad gibt jedem Heckenrosenwegbewohner liebevoll eine eigene Stimme, auch beim gemeinsamen Singen. Genau, also da gibt es halt auch Lieder so mit dazu und ich finde das einfach so, so süß. Tilda Apfelkern ist einfach eine wirklich grandiose Reihe für Kinder. Und das waren die zwei CDs, die ich für Vince neu habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut euch gerne mal die CDs unten in der Infobox an und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!